Super. Noch eine. Ja, E-Techniker kriegen einfach nicht genug. So, fehlt bloß noch einer. Ist der eigentlich schon eingetroffen? Wissen wir das? Ich weiß es nicht, aber ihr könnt ihm ja den entsprechenden Empfang bereiten. Also lasst mal was hören. Naja, das Problem war, er wollte nicht reinkommen. Er traut sich nicht. Könnt ihr ihn mal angemessen begrüßen, den Dr. Kuhlmann. Nur ein bisschen Krach machen. Ich schau mal nach, ob er da ist. Er ist da! Hallo? Ist da der Wachschutz? Ich bin hier im großen Waschraum. Im Helmholtzbau. Früher großer Hörsaal. Da sitzen hunderte von Leuten hinter meinem Spiegel und gucken mich an. Ich glaube, die wollen was von mir. Was sagen Sie? Ob ich gestern zu viel gesoffen? Filmpremiere? Nee, nur geringfügig. Was, ich verstehe Sie so schlecht, das ist so laut hier. Ob ich meine kleinen blauen Pillen? Nee, die habe ich lang abgesetzt. Da habe ich dann immer gedacht, der Himmel ist blau und ich bin ein Ziegenbock in Ilmenau. Das war's nicht. Nee, aber was mache ich jetzt mit denen? Die gehören da doch nicht hin. Was? Einfach nicht ignorieren. Ja. Na gut, ich versuche das mal. Danke. Ich glaube, ich kann Sie nicht ignorieren. Aber Sie sind entschieden falsch hier. Wissen Sie nicht, dass wir da drüben einen tollen neuen Audimax haben? Das hier ist jetzt unser Waschraum. Sie gucken so, als wüssten Sie gar nicht, wovon ich rede. Dann muss ich Sie wohl in Kenntnis setzen. Es gab vor ein paar Monaten eine neue Verordnung vom Kultusministerium, mit der man unsere Lehrverpflichtungen deutlich erhöht hat und hat die Ilmenauer Verwaltung nachgerechnet und herausgefunden, dass sich die Haltung eines Privathaushaltes für uns nicht mehr lohnt. Und dann wurde hier unterm Dach ein Matratzenlager für uns eingerichtet, wo wir seitdem leben. Das glauben Sie nicht. Guckst du? Das ist schön.
Das ist total gemütlich. Vor allem, man sieht seine lieben Kollegen den ganzen Tag. Früher immer diese Tränen nachmittags um 4, wenn man sich verabschieden musste. Okay, wo ist meine Sekretärin? Naja. Nein, nicht, dass Sie da was falsch verstehen. Totale Geschlechtertrennung. Die Frauen schlafen im Kirchhofbau. Und nachts patrouilliert hier auf dem Campus der Prodekan für die Verhinderung der Vermehrung von Lehrkräften. Da passiert gar nichts. Nee. Aber das ist schön. Es hat ein paar Nachteile, können Sie sich vorstellen. Da mieft es manchmal ganz schön. Also zwei Matten neben mir, da schläft dann Mechatroniker. Der Mechatroniker an sich neigt ja zum Fußschweiß. Aber ansonsten ist es sehr gemütlich. Abends kommt der Rektor vorbei und liest uns so eine Nachtgeschichte vor. Und alles bestens. Ja, und das ist halt hier unser Waschraum. Das wussten Sie anscheinend nicht. Aber gut. Aber wenn Sie schon mal da sind und Sie mich geweckt haben, dann können Sie mir großen Gefallen tun. Ich muss nämlich heute in Ilmenau bei der Bergfest-Vorlesung antreten. Und ich bin mir noch wirklich nicht sicher, ob ich da das Richtige gemacht habe. Da nehme ich Sie jetzt einfach als Testpublikum und zeige Ihnen, was ich da vorhab. Weil ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. Ja, da haben Sie einen randvollen Hörsaal. Die Stimmung kocht draußen, Tausende und Abertausende vor den Bildschirmen, in den Festzelten, in den Hörsälen. Da ist eine Erwartungshaltung. Sie müssen einfach komisch sein oder Sie gehen unter. Ja? Und Moment. Wir machen ja bei uns in den Medienwissenschaften immer sogenannte, hier hat man eine Rückkopplung, Moment, ich komme wieder, sogenannte Evaluationen, das heißt am Ende vom Semester kriegen die Studenten einen Fragebogen und dürfen beurteilen, wie wir Dozenten uns denn so geschlagen haben. Und da gibt es dann immer ein offenes Feld für sonstige Anmerkungen. Da stand bei mir jetzt schon zum dritten Mal, der Bart muss ab. Und was tut ein AMWler nicht alles für ein gutes Ranking? Und während ich also was für unser Ranking tue, ich hoffe, ich kriege das hier hin, zeige ich Ihnen mal, was ich mir überlegt habe für... Aber gerade noch. Was ich mir überlegt habe für meinen Vortrag hier heute Nachmittag bei dieser Bergfest-Vorlesung. Also das Erste, was mir irgendwann klar wurde, man muss irgendwas mit Sex machen. Sex sells. Und da habe ich auch was gefunden. Da habe ich mir überlegt, okay, Sex ist das eine, aber du brauchst auch was die Männer interessiert. Also Autos. Und wie der Zufall es wollte, habe ich im letzten Jahr mit meinen Studenten eine Umfrage gemacht, in der wir unter anderem folgende zwei Fragen gestellt haben. Und zwar einmal haben wir gefragt, haben Sie einen Führerschein, haben Sie ein Auto? Und dann die entscheidende Frage, welche Marke hat Ihr Auto? Das war so eine schöne Einstiegsfrage, die kann man locker am Anfang eines Fragebogens schön beantworten. Gegen Ende des Fragebogens kamen dann die Fragen, die man vielleicht nicht mehr so gern beantwortet, nämlich die Frage, wie häufig haben Sie durchschnittlich Sex? Sie meinen vielleicht, sowas kann man doch nicht fragen, aber von über 400 Befragten haben nur 2 diese Frage verweigert, die anderen haben sie brav beantwortet. So,
Wenn man die Antworten auf diese beiden Fragen koppelt, wie gesagt 410 Befragte, bekommt man folgende Verteilung. Sie sehen gewisse Unterschiede, aber als erfahrener Sozialforscher weiß man, dass man hier noch ein bisschen an der Darstellung arbeiten muss. Sie sehen, hier ist die komplette Skala von 1 nie bis 7 täglich abgebildet. Wenn man einfach mal den mittleren Bereich der Skala herausgreift, dann sind die Unterschiede schon viel augenfälliger. Und ich habe Ihnen bereits auch markiert, was der besondere Gegenstand meines Vortrags, den ich da heute halten will, sein soll. Moment, nicht, dass ich mich schneide. Die Fortfahrer. Wer fährt hier fort? Zwei trauen sich, drei trauen sich, trauen Sie sich nur. Sie sehen, es gibt nur eines, was noch schlimmer ist, als zu Fuß zu gehen, nämlich Fortfahren. Deswegen, ich habe da auch noch eine weitere Frage, wenn man die Leute fragt, ich bin einsam, wer stimmt am häufigsten zu, der Fortfahrer? Sie haben vielleicht auch gesehen, wenn ich noch mal kurz zurückgehe, am anderen Ende der Skala finden sich die Fahrer italienischer Autos. Wenn ich jetzt frage, wer ein italienisches Auto fährt, der meldet sich jetzt wahrscheinlich viel bereitwilliger als die Fortfahrer, oder? Na, Sie sind aber schüchtern heute. Gut. Jedenfalls soll meine Forschungsfrage sein, welches Problem haben Fortfahrer? So, als empirischer Sozialforscher geht man da folgendermaßen vor, man entwickelt Hypothesen und prüft sie dann an seinen Daten. Also, Hypothese 1, Fortfahrer sehen einfach scheiße aus. Wir haben, die äußerliche Attraktivität soll ja einen gewissen Einfluss haben auf den Erfolg bei der Anbahnung von Kontakten zum anderen Geschlecht. Also ist diese Hypothese sicherlich nicht ganz sinnlos. Wenn man die entsprechende Frage stellt, bekommen wir ein sehr überraschendes Ergebnis. Die sexuell so erfolgreichen Italiener sagen von sich selber, dass sie am beschissensten aussehen. Ein interessantes Ergebnis. Wir werden sehen, was wir daraus lernen können. Auf jeden Fall sehen wir aber, an der Hässlichkeit der Fortfahrer kann ihr Problem nicht liegen. Kommen wir zu einer zweiten Hypothese. Es mag ja sein, dass Ford eher was für alte Leute ist. Und ich bin letzte Woche 40 geworden, Sie können sich vorstellen, mit dem Alter und so weiter. Könnte sich da was verändern? Wir sehen, die Fortfahrer liegen zwar im oberen Drittel, was das Durchschnittsalter angeht, aber da gibt es durchaus noch ältere Marken. Das kann nicht der ausschlaggebende Grund dafür sein, dass Fortfahrer so wenig Sex haben. Aber alle Befragungen weiblicher Personen zeigen, das Wichtigste an einem Mann ist Humor. Deswegen treten wir wahrscheinlich hier heute auch an und versuchen, unseren Humor zu beweisen. Auch dazu haben wir eine Frage gestellt. Ich kann andere Menschen zum Lachen bringen. Auch hier keine besonderen Probleme der Fortfahrer, liegen im guten Mittelfeld. Für besonders lustig halten sich die Mercedes-Fahrer. Und einen humorvollen Audi-Fahrer habe ich auch noch nie kennengelernt. Oder die Gegenprobe, ich lache selten. Wieder am linken Ende die Mercedes-Fahrer, die sich für besonders lustig halten und interessanterweise besonders ehrlich oder realistisch die BMW-Fahrer. Die sollten Sie im Auge behalten, die begegnen uns noch öfter. So, aber auch hier die Ford-Fahrer im... Auch die Fähigkeit zur gepflegten Konversation soll ja in manchen Situationen durchaus erfolgsversprechend sein. Sprich, wenn Sie mehr rausbringen als ich Tarzan, du Jane,
kann das durchaus zum Ziel führen. Auf die Frage, ich halte mich für intelligent, bestätigen uns aber die Fortfahrer, dass sie hier durchaus... ich erspare mir jetzt die Frage, wer hier BMW fährt, ne? Gut. Vielleicht aber. Vielleicht aber mangelt es Fortfahrern auch einfach an den dicken Bündeln an Geldscheinen, die ja so außerordentlich stimulierende Wirkung auf das andere Geschlecht haben sollen. Brauchen wir gerade neues Wasser, Moment, sonst wird das hier nichts. Ich will ja nicht, dass im nächsten Ranking steht, Dozent schlecht rasiert oder so. So, auch dazu haben wir eine Frage gestellt, nämlich finanziell gesehen bin ich schlecht gestellt. Auch da, Fortfahrer. Ja. Es werden alle Vorteile bestätigt, sowohl über Mercedes als auch über Skoda-Fahrer. Ne? Aber auch hier, die Ford-Fahrer waren im Mittelfeld. Vielleicht ist aber das Problem der Ford-Fahrer, dass sie einfach zu unsportlich sind. Auch dazu eine Frage. Ich bin sportlich. Sie sehen, die BMW-Fahrer sind zwar blöd und humorlos, aber... Aber wiederum, Fortfahrer im Mittelfeld, auch das kann nicht die Ursache des Problems der Fortfahrer sein. Vielleicht aber ist die Lösung unseres Rätsels ja viel einfacher. Schauen wir uns ein paar Modelle an. Das ist ein Bild, da müssen Sie genau hinschauen. Man könnte ja denken, dieses Auto ist tatsächlich zu klein. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie im Hintergrund auf der Treppe ein Brautpaar mit dem Fotografen. Und das Bild suggeriert uns bereits, gleich wird dieses Brautpaar in dieses Auto einsteigen und in die Flitterwochen fahren. Da kann das Auto irgendwie nicht das Problem sein. Dann habe ich... Auch dieses in Deutschland eher selten zu sehende Modell ist ein Ford. Wie Sie sehen, das Platzangebot dürfte deutlich ausreichen. Interessant finde ich auch den lüsternen Blick dieses Autos. Passend. Passend auch der Name, das ist ein Ford Pronto. Und schließlich bei diesem Modell, auch das ein Ford. Sehen Sie die Doppelliege bereits auf der Kühlerhaube eingebaut. Schließlich kennen wir noch alle das Problem, man kriegt einfach kein Wort raus, wenn eine schöne Frau oder ein schöner Mann vor einem steht. Vielleicht sind Fortfahrer einfach zu schüchtern. Auch das haben wir gefragt. Die Frage, ich habe keine Probleme, neue Leute kennenzulernen. Sie sehen, nach BMW und Mercedes-Fahrern sind Ford-Fahrer die kontaktfreudigsten. Haben da kein Problem. Warum Skoda-Fahrer niemanden kennenlernen wollen, haben wir schon gesehen. Die könnten die Rechnung nicht bezahlen. So, vielleicht aber sind Ford-Fahrer auch einfach ganz anders gestrickt. Interessieren sich für das Züchten von Brieftauben, das Bauen von Modelleisenbahnen oder sammeln lieber Briefmarken?
Ihrer belustigten Reaktion auf all diese faszinierenden Daten entnehme ich unter Umständen, dass Sie mir nicht glauben, dass diese Daten echt sind. Nein, das sind ganz reale Ergebnisse aus einer Befragung, die wir durchgeführt haben. So, Sie sehen, eigentlich sind die Ford-Fahrer gar nicht das Problem. Das viel größere Problem scheinen Skoda-Fahrer zu haben. Schüchtern, keine Kohle und dann auch noch das. Gut. Vielleicht sind aber auch einfach Ford-Fahrer viel zu oft krank, liegen fiebrig im Bett und, naja, sind nicht recht fähig. Und hier eigentlich die interessantesten Ergebnisse. Also diese Ergebnisse würden tatsächlich weitere Forschung lohnen, wenn Sie sich mal anschauen. Links die Skala dieser Unterschiede zwischen Mercedes- und BMW-Fahrern auf der einen Seite und den Fahrern von asiatischen oder französischen Autos, die sind fast 10-mal so oft krank wie die Mercedes- und BMW-Fahrer. Das finde ich schon interessant. Jedenfalls, die Ford-Fahrer liegen wieder wie immer im Mittelfeld. Offensichtlich ist das auch nicht ihr Problem. Vielleicht, ich bin ja Medienwissenschaftler, ist das Problem aber auch dieses, dass die Ford-Fahrer einfach die ganze Zeit vor der Glotze hocken. Wir haben auch gefragt, wie viel die Leute fernsehen. Und der Verdacht erhärtet sich, dass tatsächlich das eigentliche Problem Skoda-Fahrer haben. Weil die wissen nicht nur, was mit sich anfangen mit dem anderen Geschlecht, nichts mit sich anzufangen mit dem anderen Geschlecht. Die haben nicht mal einen Fernseher. So. Nächste Hypothese. Das Versprühen von guter Laune soll ja ebenfalls die Anziehungskraft auf das andere Geschlecht durchaus befördern. Die Frage beim Blick in die Zukunft sehe ich meistens schwarz. Und Sie sehen, Ford-Fahrer sind fast so unerträglich gut gelaunt wie Mercedes-Fahrer. Die nächste Hypothese. Vielleicht mangelt es Ford-Fahrer, die einfach am Geschmack bei der Auswahl ihrer äußeren Attribute. Vielleicht sehen sie ungefähr so aus. Aber auf die Frage, ich mag es modisch gekleidet zu sein, legen die Ford-Fahrer auf einer Linie vorn mit den Italienern, von denen wir bereits erfahren haben, wie die drauf sind. Wieder der Hinweis auf die Skoda-Fahrer. Gut. Es mag natürlich auch sein, dass Ford-Fahrer besonders religiös sind. Auch das haben wir gefragt. Ich bin religiös. Auch. Bei manchen Grafiken weiß ich gar nicht, was da so lustig ist. Aber gut, auch hier liegen die Ford-Fahrer im absoluten Mittelfeld. So. Vielleicht aber liegt es auch daran, dass Ford-Fahrer wirklich jeden Trend verschlafen haben und einfach total out sind. Auf die Frage, ich liege voll im Trend, zeigen aber die Ford-Fahrer, dass sie da sehr gut dabei sind. So, tja, was nun? Als Medienwissenschaftler kann man natürlich nicht verzweifeln, weil die Medien sind schon immer irgendwie schuld. Und deshalb habe ich mal Folgendes gemacht. Ich brauche noch mal kurz ein neues Wasser. Moment. Ich habe mal Folgendes gemacht. Das habe ich gleich eine Rückkopplung, deswegen müssen Sie einen Moment warten. So, ich habe Folgendes gemacht. Ich habe mir die Internetseite von Ford angeguckt und die Kundenzeitschrift von Fiat und mal eine kleine Bildanalyse gemacht, um zu schauen, was wir denn dort erfahren über das Verhältnis der Geschlechter bzw. den Zusammenhang von Auto und Sex. Fangen wir an mit Ford. Ein typisches Bild von der Ford-Homepage. Was erfahren wir über einen Ford? Wir erfahren, ein Ford hat Lampen, einen Tachometer, Räder und ein Radio. Diese Hand da könnte von einer Frau sein, aber sicher wissen wir es nicht. Oder wir sehen solche Bilder. Es wird uns deutlichst gezeigt, es gibt keine Liegefläche. Zwar Platz für eine Großfamilie, aber wie da hinkommen?
Wenn der Ford-Fotograf dann doch versucht, Männer und Frauen ins Bild zu rücken, zittern ihm schon die Hände. Sie sehen, das Bild ist erkennbar unscharf. Die Rollen der Geschlechter, ups, muss ich aufpassen mit dem Mikro. Die Rollen der Geschlechter sind aber auch deutlich definiert. Sie sehen die Damen hochgeschlossen. Hier vorne ist eine damit beschäftigt, ihrem Chef anscheinend den Weg zu zeigen. Hinten versucht eine zweite gerade das Auto zu besteigen, während die Kollegen heftig mit Arbeit beschäftigt sind. Erotische Stimmung kommt hier, glaube ich, nicht auf. Das. Dieses Bild ziert die Startseite momentan von www.ford.de. Sie sehen die ungemeine erotische Anziehungskraft und Ausstrahlungskraft von Ford-Besitzern samt ihrem Mops. Ja. Wechseln wir zu Fiat. Die Kundenzeitschrift von Fiat heißt bereits Emozioni. Mit dem Untertitel Die faszinierende Welt des italienischen Automobils. Es wird uns gleich auf dem Titelblatt, das hier ist übrigens dieses Motiv ist auch auf der Titelseite zu sehen, gleich klar gemacht, hier geht es nicht nur um Autos. Wenn man weiterblättert, erfährt man, es geht eigentlich sogar nachrangig um Autos. Wir blättern weiter im Magazin Emozioni und lassen uns zu einer Probefahrt einladen mit diesem Inserat. Wobei uns die Dame schon fragt, wo diese Probefahrt nur hinführen wird. Wer aber all diese feinsinnigen Anspielungen der Fiat-Eigenwerbung noch nicht verstanden hat, Fiat wird dann in diesem Prospekt auch noch richtig deutlich. Lassen Sie sich einfach ein bisschen Zeit, die Bildsprache. Lassen Sie sich einfach ein bisschen Zeit, die feine Bildsprache dieses Motivs zu entschlüsseln. Wenn Sie mal schauen, wo er seine Hände hat. Die eine greift nach ihr, die zweite nestelt bereits am Reißverschluss. Sie hat bereits die Rockschöße in der Hand. Und dann der Text. Und nur die Alpen sind Zeuge. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, sonst wird es nicht mehr jugendfrei. Gut. Kommen wir zum Fazit. Wir haben gelernt, Ford-Fahrer sind durchschnittliche Langweiler. Das Einzige, was sie auszeichnet, ist, dass sie sich durch nichts auszeichnen. Sie liegen immer im Mittelfeld. BMW-Fahrer sind entschieden zu charakterisieren als dumm, humorlos, aber immer sportlich. Skoda-Fahrer sind arm, schüchtern und... Und wie Ihnen vielleicht gelegentlich aufgefallen ist, Seat-Fahrer sind auch ganz komische Vögel. Und an allem sind natürlich irgendwie, wie Sie gesehen haben, die Medien schuld. So, das wäre das, was ich da auf der Werkfest-Vorlesung heute vortragen würde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das wirklich machen soll. Denn... Denn eine Frage kommt nach dem Vortrag aus dem Publikum bestimmt. Was fahren Sie denn für ein Auto? Nun, meine Frau und ich, wir fahren zwei Autos. Einen Fiat. Und einen Ford. Jetzt werden Sie mich dann fragen, ja, und wer fährt welches Auto? Darauf kann ich denn nur sagen, ganz ehrlich, wir tauschen jedes halbe Jahr. Was dann daraus folgt, vielen Dank.
So. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich bitte die Professoren nochmal nach vorne hier. Sie haben sich das wirklich verdient, mich nochmal zu verfolgen vor den Leuten. Aufstehen, Leute. Okay.